Herzlich willkommen zum Newsletter 106 bei den Möbelmachern in Untergrumbach neben Hersbruck. Heute sogar in Hersbruck und zwar in der Buchhandlung von Martin und Uli Lesch, die umgezogen ist und zwar auf den oberen Markt in die Innenstadt. Und die eigentliche Eröffnung ist am 27. September, also am Samstag. Und da ist gleichzeitig Chitters Low-Tag und da ist auch der Tag der Küche, den wir auch in Untergrumbach begehen. Deswegen laden wir Sie für diesen Samstag ein und die anderen Themen im Newsletter. Für die Sendung Unkraut im bayerischen Fernsehen durften wir die edlen Hutangersteaks zubereiten und ein wenig über die Chitters Low erzählen. Ein Sie jetzt zur Chitters Low. Was hat sich seitdem hier eigentlich verändert? Ja, es sind schon einige Dinge, haben sich schon deutlich verbessert. Das Bewusstsein für regionale Zusammenhänge seit dem Tag der Regionen 1988 bei uns in Untergrumbach hat schon zugenommen. Bei Familie Scholl in Erlangen ist ein nettes Video über die Fotoarbeiten, ja und überhaupt das Leben in der Küche entstanden. Die Herbstaktion von unserem Polstermöbelhersteller Jori hat diesmal alle Modelle im Sonderangebot, die mit Stoff bezogen sind. Und es gibt das Nackenkissen für die Relaxsessel kostenlos. Im Nachhaltigkeitsblock kündigt sich ein Happy End an in einer Love Story zwischen einem Herzbrucker jungen Mann und einer Architektin aus Mexiko. Endlich haben wir einen kleinen Werbefilm für unseren YouTube-Kanal produziert und wenn Sie den abonnieren, dann bekommen Sie immer per Mail eine Nachricht, wenn es ein neues Video gibt. Was Sie davon haben, wenn Sie gemeinsam mit uns Ihre Küche, Ihre Einrichtung, na, Ihr ganzes Haus planen. Und wir stellen zum ersten Mal in 18 Sekunden ein tolles Schlafzimmer in Sonneberg mit Karriereleiter vor. Zum Schluss lädt der Chef des Slow Food Conviviums Nürnberg Sie alle nochmal ganz herzlich zum Chitters Low Tag nach Hersbruck und natürlich zum Frühstück nach Untergrumbach ein. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns besuchen. Und am 27.09. feiert die erste Chitters Low in Deutschland, Hersbruck. Man glaubt es nicht, in Nürnberger Land war die erste Chitters Low. Hier, Chitters Low Fest, war es eigentlich? Chitters Low Tag. Und es ist nicht die erste Chitters Low in Deutschland, es ist die erste Chitters Low außerhalb Italiens. Ja, wie auch immer.